Also, wie ich gerade erklärt habe, wir werden jetzt einen Test machen. Wir müssen jetzt testen, ob Alexander Gerst uns gut hören kann. Und das will ich auf Englisch machen. Okay, ich mache das jetzt. Wir machen das zusammen und warten auf die Antwort von Alexander. Es kann vielleicht 2, 3 Sekunden dauern, bis er sich meldet. Wir versuchen das mal. Okay. Station, this is Berlin. How can you hear me? Berlin, this is the International Space Station. I hear you loud and clear. How do you copy? Guten Morgen, Alexander. Guten Tag. Du hast uns anscheinend gehört. Wir hören dich aber auf die Bühne nicht. Deswegen frage ich meine Kollegen in den Wagen, ob sie schnell etwas organisieren können noch. Alexander, kannst du uns noch mal Hallo sagen, damit wir das testen? Okay, Jules, ich verstehe dich sehr gut. Guten Morgen, Berlin. Ich verstehe euch sehr gut. Okay, Über Space to Ground wie ich vorhin 4 gesagt habe, das ist alles kann ein ich bisschen kompliziert. alles Die hören, was ihr sprecht. Raumstation, wir sehen auch, Es wie meine scheint so, als Raumstation ob mein neben der Erde Audio noch nicht nicht neu bei ist. euch Aber wie ich ankommt. vorhin gesagt habe, Die das Raumstation ist alles fliegt ein bisschen 400 kompliziert. Kilometer von hier Wir sehr, sehen sehr auch, wie schnell. meine Und es Raumstation kann sein, neben der dass Erde mal nicht neu ist. ein von Aber diesen wie ich vorhin Signalen gesagt habe, bis das zu Raumstation uns neben der nicht Erde kommt. nicht Ich werde meine kompliziert. Kollegen Das heißt, von wir der sehen auch, Regie wie noch meine mal Raumstation fragen, neben der ob Erde wir nicht den neu ist. Ton von der Wir sehen auch, Raumstation wie hier meine auf die Raumstation Bühne neben der Erde bespielen nicht können. neu ist. Und wir testen das noch mal. Jules, Alex, kannst du noch mal einen this is Voice-Check mit another uns audio machen, bitte? test through the video audio. Can you hear me? I can hear you loud and clear coming up. This is the International Space Station for a voice check via video audio, and I can hear you loud and clear. Guten Morgen, Berlin. Alexander, sehr gut, dich zu sehen. Und hiermit werde ich das Wort an ESA-Direktor für bemannte Raumfahrt und Operation Thomas Reiter übergeben. Hallo Alexander, toll dich zu sehen. Du siehst super aus. Wir haben hier nicht ganz so tolles Wetter. Es regnet etwas, was du vielleicht noch kennst, woran du dich vielleicht noch erinnerst. Ich habe eine Frage zu deinen Experimenten. Du hast ja seit Mai ein weites wissenschaftliches Programm gemacht. Jetzt hat am 12. August gerade das ATV5 angedockt, hat ein neues Gerät mit hochgebracht zu materialwissenschaftlichen Untersuchungen, sogenannte Electromagnetic Levitator, wo man also Materialproben gewissermaßen schwebend aufschmelzen kann und dann bei verschiedenen Temperaturen eine Vielzahl von Messungen machen kann. Jetzt bist du ja Wissenschaftler. Meine Frage, kannst du ein bisschen was zu diesem Experiment sagen und wie gespannt bist du denn jetzt auf die Ergebnisse? Ja, hallo Thomas, erstmal schön dich zu hören. Tatsächlich der letzte Regen, an den ich mich erinnern kann, das war in Baikonur, kurz bevor wir in die Rakete eingestiegen sind. Ja, inzwischen bin ich hier oben im europäischen Raumlabor Columbus, habe 160 Experimente dabei, viele aus dem ATV ausgepackt. Also hier um mich rum stehen schon lauter Kisten, hinter der Kamera stehen noch viel mehr Kisten, alles neue Experimente, die wir jetzt einbauen. Da freue ich mich sehr drauf. Und du hast natürlich den elektromagnetischen Levitator erwähnt. Das ist ja tatsächlich eins meiner Lieblingsexperimente, weil es zeigt, wie wir hier im Weltraum neue. Ups. Okay, wir erfahren gerade, was wir LOS nennen in unserer Jargon, das heißt Loss of Signal, und Dann jetzt in kommt es wieder. Zukunft erlauben, diese Legierungen auf der Okay, Erde wir zu erfahren gerade, simulieren. was wir Okay, ich höre gerade, ihr wart gerade ein bisschen. Ich wiederhole das nochmal. Ich freue mich natürlich sehr darauf, den EML hier einzubauen, den elektromagnetischen Levitator, weil er uns ja erlaubt, Dinge zu untersuchen, die wir auf der Erde sonst nicht untersuchen können. Hier können wir Legierungen ohne einen Schmelztiegel
zu berühren, untersuchen in flüssigem Zustand. Das liefert uns Daten, die dann in Computermodelle eingehen, die wir in der Zukunft dann eben auf der Erde benutzen können, um neue Materialien zu entwickeln. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn jetzt das nächste Material, das aus dem EML rauskommt, dann in 10 Jahren vielleicht im nächsten Flugzeugtriebwerk ist. Das zeigt der Einbau des EML. Das ist schon gehört, wir haben hier ein Problem gehabt mit einem Bolzen, der im Gewinde feststeckt. Das ist eine Sache, die man in der Raumfahrt immer wieder sieht, wenn man mit der vorderen Front der Technologie arbeitet, dass man auf unvorhergesehene Dinge stößt. Und das sind wir gerade dabei, das zu lösen in Zusammenarbeit mit der Bodenkontrolle. Da müssen wir so ein bisschen tricksen und ja, als Menschen quasi kreativ und flexibel reagieren. Und das zeigt, warum bemannte Raumfahrt eben ja, in dem Fall sehr wichtig ist, weil wenn das Experiment so, wenn man so ein Problem hat und auf einem Satelliten ein Experiment startet, dann kann man das natürlich nicht lösen. In dem Fall hier haben wir die Chance, dass wir ja einen Schritt vorausgehen, zusammen mit der Bodenkontrolle das Problem lösen, und ich freue mich auf viele tolle Experimente und Daten, die aus diesem Experiment rauskommen. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Ich habe vorhin auch noch gesagt, wir haben im Prinzip 160 Experimente an Bord, die wir nach und nach durchführen. Viele auch gleichzeitig. Viele muss ich nur einbauen, da muss ich nur einen Knopf drücken, dann gehen sie an. Der Rest macht die Bodenkontrolle. Oder andere wiederum, da muss ich wirklich selbst ran, sehr viel bauen, Kreativität anbringen, Zusammenarbeit mit der Bodenkontrolle. Und das gesamte Columbus-Labor hier ist voll mit Kisten, die wir gerade aus dem Artibau 5 rausgeräumt haben. Die hinter der Kamera stehen noch mehr, die wir alle nach und nach einbauen und durchführen. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Super, Alexander. Ganz herzlichen Dank. Ich übergebe jetzt an die Staatssekretärin, Frau Zypris, die auch noch ein paar Fragen für dich hat. Vielen Dank und bis bald. Hallo, Herr Gerst. Ich habe von Ihnen gehört bei unserer Abschiedspressekonferenz hier in Berlin. Ja, vielen Dank, Thomas. Guten Tag, Frau Staatssekretärin. Hallo. Ich habe von Ihnen gehört bei unserer Abschiedspressekonferenz, dass ungefähr 50% Experimente an Ihrer Person sind. Und da würde ich jetzt gerne mal den Fokus drauflegen. Ich habe neulich ein Bild gesehen, wie Sie sich Blut abzapfen, alles schön selber. Und meine Frage, was haben Sie schon alles gemacht? Was merken Sie? Merken Sie, dass Sie 3 Zentimeter größer geworden sind? Hatten Sie jemals Probleme mit Bandscheiben und haben jetzt keine? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist die Humanphysiologie ein großer Schwerpunkt unserer Forschung hier oben. Sie haben es gerade schon erwähnt, in der Schwerelosigkeit ändert sich der Körper in vieler Weise. Also ich bin 3 Zentimeter gewachsen. Das hat mir zum Glück keine Probleme bereitet. Ich habe auch hinterher vorsichtshalber mal probiert, ob ich noch in den Sitz meiner Sojus reinpasse. Da ist alles gut, da passe ich noch rein. Man hat das vorher schon mit berücksichtigt. Das ist ein erwartetes Ergebnis. Aber Sie haben es schon erwähnt, es sind natürlich viel mehr Dinge, die wir noch untersuchen. Also ich gebe ständig Blutproben ab, erforsche meinen Körper, Dinge, die wir mit nach Hause bringen, um dann zu Hause zu untersuchen. Das sind das Immunsystem, das ändert sich in der Schwerelosigkeit deutlich. Das liefert uns die Möglichkeit, dass wir das untersuchen können, dass wir herausfinden, wie das Immunsystem überhaupt funktioniert, wie Immunkrankheiten entstehen. Das heißt, wir haben hier oben sowas wie eine temporäre, zum Glück reversible Immunkrankheit, die wir untersuchen können. Wenn ich wieder nach Hause komme, wird mein Immunsystem das wieder auffangen können. Aber die Daten, die wir mitbringen, die helfen eben auch Leuten auf der Erde, die Immunkrankheiten haben, die wir bisher noch nicht verstehen. Das heißt, wir können auch neue Impfstoffe dadurch entwickeln. Wir untersuchen den Knochenbau, der sich in der Schwerelosigkeit vermindert. Das heißt, meine Knochen werden schwächer. Obwohl ich 2,5 Stunden Sport am Tag mache, ändert sich das in meinem Körper. Das können wir untersuchen. Und das ist sehr ähnlich zu dem, was auf der Erde stattfindet, wenn Leute Osteoporose krank sind. Das heißt, hier kann tatsächlich schon ganz konkrete Gegenmittel entwickelt gegen Osteoporose. Die sind schon in der Anwendung und das geht natürlich immer weiter, dass man das untersucht. Gerade im, wenn man ist das natürlich ein Problem, dass immer mehr aufkommt in der Zukunft, Dinge wie Muskelschwund untersuchen. Dafür quasi bin ich das Versuchskaninchen. Das freut mich natürlich, wenn ich so meinen Beitrag dazu leisten kann, dass auf der Erde dann Kranken geholfen werden kann. Ja, das ist wunderbar und das ist, glaube ich, auch ein großes Verdienst der Raumfahrt, was wir hier auf der Erde nutzen können.
Ich habe heute Morgen über die sozialen Netzwerke gefragt, was soll ich an Alexander Gerst fragen? Und ein Kommentar einer Kollegin von mir aus dem Deutschen Bundestag, von Kerstin Kriese, war: Sag ihm einfach ganz herzlichen Dank für die vielen tollen Fotos, die er immer twittert. Das tue ich hiermit. Auch im eigenen Namen. Ich finde auch, dass Sie wunderbare Fotos schicken. Und ich frage mich, ob Sie ein System da drin haben. Also, Sie haben ein halbes Jahr, wo Sie bestimmte Zyklen fliegen, und machen Sie immer vom selben Ort Fotos, um zu gucken, wie sich beispielsweise Tropenwald in einem halben Jahr verändert? Ja, das mit den Fotos ist so ein Ding. Ich habe meine Anforderung an mich selbst ist, dass ich so viel wie möglich einfange, um eine Perspektive mit zurückzubringen auf die Erde, die ja unsere menschliche Sichtweise zeigt, wie wir unseren Planeten von außen sehen. Nicht jetzt wie ein Satellit das aufnimmt, sondern wie ein Mensch das sieht, wenn er aus dem Fenster schaut und Dinge sieht, was er dabei fühlt. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, das eben auch dazu zu schreiben, was ich da gesehen habe, was mich erstaunt hat, was ich seltsam finde, was mich berührt in einer gewissen Weise. Und da gibt es natürlich einige Dinge, wenn man das von hier oben sieht, wie Kriege unten stattfinden oder ja, Umweltzerstörung, aber auch eben ganz schöne Dinge wie Sonnenuntergänge oder ja, Kontinente ohne Grenzen, Europa. Dinge, die mich am Anfang erst erstaunt haben, weil ich wirklich Schwierigkeiten hatte, Länder überhaupt zu identifizieren, wenn man keine Grenzen eingezeichnet sieht, Europa. Wie man es im Atlas sieht oder wie Sie genau wie Sie gesagt haben, die Aurora. Das sind alles Dinge, die mich sehr berühren, und das möchte ich natürlich gerne weitergeben. Ich habe leider das Problem, dass ich Fotos ungefähr dreimal so viele aufnehme, wie ich überhaupt dazu komme, die nach unten zu schicken. Das heißt, Sie können sich tatsächlich darauf freuen, dass auch selbst nach meiner Rückkehr noch ein paar Fotos getweetet werden, weil ich tatsächlich da einige in petto habe. Aber um das mal ernsthaft zu sagen, mir ist es sehr wichtig, diese Perspektive mit zurückzubringen auf die Erde, weil das ist nämlich natürlich ein weiterer Vorteil der bemannten Raumfahrt, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Planeten von außen zu sehen, mit Augen oder von einem Blickwinkel, den wir sonst nicht sehen. Und tatsächlich, obwohl ich wusste, wie unser Planet von außen aussieht, ich habe ja Bilder gesehen, hat sich mein Bild sehr geändert von dem, was ich von außen sehe. Wenn man sich die Erde als Apfel oder als Kugel vorstellt, dann ist die Erdoberfläche so hauchdünn wie die Haut von einem Apfel, wie die Schale von einem Apfel. Und das sieht tatsächlich von hier oben so aus, als ob man die einfach so wegblasen könnte. Von oben ist die Erde sehr viel kleiner, also als man sich's vorstellen kann. Man kann innerhalb von 90 Minuten drum rumflitzen. Ich sehe komplett Australien auf einmal. Es gibt Momente, wo ich Südamerika und Afrika gleichzeitig sehe. Und der Planet sieht einfach so aus, als ob er sehr viel kleiner ist, als es uns klar ist. Und das sieht man auch ganz deutlich, dass alles darauf zusammenhängt. Es gibt nichts, was am einen Ende dieser kleinen Kugel passiert, was das andere Ende nicht beeinflusst. Und das ist was für mich tatsächlich neu war, und das möchte ich mit nach Hause bringen, weil ich denke, dass, wenn uns das bewusst wird, vielleicht die Art und Weise ändert, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Zumindest wird es das für mich tun, und das weiß ich. Und deswegen denke ich, ist es meine Aufgabe, eben dafür zu sorgen, dass all diese Eindrücke, die ich habe, dass die konserviert werden und wieder mit nach Hause kommen. Das ist toll. Ich habe noch eine Bitte, die Sie hoffentlich nicht als unverschämt empfinden. Ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen, da waren Sie eine Woche im All und da haben Sie einen Purzelbaum gemacht in Ihrer Raumstation. Machen Sie das nochmal für die vielen Kinder hier, damit die noch ein Gefühl von Schwerelosigkeit ein bisschen auf dem Bildschirm sehen können. Es gab eben schon großen Spaß. Das mache ich gerne. Das macht nämlich selbst nach 3 Monaten im All immer noch riesig viel Spaß. Und Toll. Das ist tatsächlich so, dass ich mir wünschen könnte, vielleicht, dass es in meiner Lebenszeit noch passiert, dass sehr viel mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, ins Weltall zu fliegen und auch das zu tun, das zu fühlen, sich wie ein Fisch im Wasser zu fühlen, in der Schwerelosigkeit, zu sehen, wie unser Körper sich daran anpasst und eben diesen Blick aus dem Fenster zu bekommen. Vielleicht klappt es ja. Ich bin guter Dinge, da sind ja schon Vorhaben da, dass wir
als Menschen, ja, auch der breiteren Masse die Möglichkeit geben, ins Weltall zu fliegen. Offensichtlich, dass wir gerade in der Weltraumfahrt in der Phase stehen, wie vielleicht vor 100 Jahren die Luftfahrt war. Und ja, irgendwann wird es soweit sein. Natürlich jetzt wichtig, dass wir jetzt dann nicht den Anschluss verlieren und das nicht abreißen lassen. Genau, Alexander. Alexander, wir haben noch zwei Überraschungsprominente hier, die mit dir gerne sprechen möchten. Das ist Björn und Mattes, zwei Kinder hier, die mit uns das Programm angucken und die hätten gern eine Frage an dich. Ich fange an mit Björn. Was ist deine Frage? Hast du vergessen? Ja. Was vermisst du am meisten außer deine Familie? Sehr gut. Ja, das passiert mir auch manchmal. Ja, das ist eine sehr gute Frage, Jan. Es gibt einiges, was ich hier oben vermisse. Zum Beispiel vorhin, als ja, vom Regen gesprochen wurde, da habe ich mir vorgestellt, wann das letzte Mal war, dass ich eigentlich einen Regen gesehen habe. Und das ist tatsächlich was ich vermisse hier oben. Dann, je nachdem, was gerade in meinem Gedanken präsent ist, wie zum Beispiel manchmal, wenn ich jetzt eine Fernsehsendung hier oben auf dem Computer anschaue oder Nachrichten schaue und jemand eine Pizza essen sehe, dann plötzlich vermisse ich eine Pizza. Oder mit meinen Freunden zu grillen auf der Terrasse. Das sind alles Dinge, die mich so an meine Heimat erinnern. Und das macht mir tatsächlich auch, hat mir bewusst gemacht, dass wir Menschen einfach, ja, sehr unserer Heimat generell verbunden sind. Ich denke, selbst wenn wir länger in den Weltraum fliegen, wird es immer so sein, dass für uns dieser Heimatplanet Erde das ist, was wir möchten, wo wir zurück möchten, was für uns unser Lebensraum ist. Bisher ist das der einzige Platz im gesamten Universum, den wir kennen, wo wir Menschen wirklich dauerhaft leben können. Alex, hier, wir haben noch Mattes, der eine Frage stellen könnte, wenn du zu mir kommst. Was ist denn deine Frage? Meine Frage ist, wie schmeckt dir das Essen dort oben? Oh, Matthias, jetzt bringst du mich aber in eine schwierige Situation, weil man muss ja eigentlich sagen, das Essen ist gar nicht so schlecht. Also wir haben das alles vorher probiert und das ist von einer sehr hohen Qualität. Und wenn man das die ersten ein, zwei Monate isst, dann ist das richtig gut und man hat auch so eine Abwechslung. Aber um ganz ehrlich zu sein, und das machen wir jetzt unter uns, ich freue mich schon wieder drauf, zurückzukommen und wieder so ein richtiges selbst gekochtes Essen zu essen. Mal einen Salat wieder, ja, das vermisse ich schon. Zum Zurückkommen, Herr Gerst, habe ich jetzt noch eine Frage. Wir wissen ja, dass Satelliten, wenn sie zur Erde zurückfliegen, durch die Schicht um die Erde kommen, dass sie dann verglühen. Wir wollen Sie aber gerne lebend wieder hier sehen. Wie funktioniert das mit Ihrem Zurückkommen im November? Ja, das ist tatsächlich so, das wird ein ordentlicher, aufregender Ritt, da freue ich mich auch schon drauf. Es ist so, dass wir ja hier um die Erde herum mit 28.000 km/h fliegen. Und das ist so viel Bewegungsenergie, dass die irgendwie gebremst, vernichtet werden muss, wenn wir wieder auf die Erde zurückkommen. Und wenn man als mit einem Raumschiff jetzt einfach so in die Erdatmosphäre wieder eintritt, dann ist man so schnell, dass die Reibung mit den Luftmolekülen das Raumschiff so aufheizt, dass es tatsächlich verglüht. In unserem Fall haben wir in der Kapsel, in der wir sitzen, das ist nur ein kleiner Teil dieses Raumschiffs, ungefähr ein Drittel, ist die Landekapsel. Da haben wir ein Hitzeschild drumherum, das auf der Unterseite ist. Das ist die Seite, mit der wir wieder eintreten in die Erdatmosphäre. Und der Rest vom Raumschiff, der verglüht quasi um uns herum. Der Teil des Raumschiffs, der nicht geschützt ist, ist in kürzester Zeit dann weg, verglüht. Und was übrig bleibt, ist eben diese Kapsel mit dem Hitzeschild unten dran. Und selbst das Hitzeschild ist so gebaut, dass es selbst auch verglüht, aber dass es ja, länger dauert, als wir für den Wiedereintritt brauchen, bis das verglüht ist. Und wenn man dann in der Erdatmosphäre ist, dann öffnet man den Fallschirm und wirft das Hitzeschild ab. Das wird dann tatsächlich, das fällt dann zu Boden. In der kasachischen Steppe, das ist dann noch heiß, also das wirft man deshalb ab, damit es nicht noch hinterher noch das Raumschiff aufheizt.
Und deswegen sieht das Raumschiff, wenn man dann unten landet, auch so ein bisschen verkohlt aus, weil tatsächlich die Außenhaut so ein bisschen abgebrannt ist. Ich freue mich da sehr drauf, das zu sehen, weil mein Kopf beim Wiedereintritt nur 10 Zentimeter von dem Fenster entfernt sind. Und da kann man anscheinend dann, da können Sie meinen Kollegen Thomas Reiter fragen, tatsächlich bei der Landung dann Teile vom Raumschiff abbrennen sehen. Das ist so gedacht, das ist so konzipiert, aber ist natürlich eine aufregende Sache zu sehen, nehme ich an. Ja, also zunächst mal wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie es tatsächlich sehen und dass Sie ein Happy Landing haben, wie man sich unter Astronauten wünscht. Und dann würden wir gerne noch wissen, wo sind Sie jetzt im Moment eigentlich? Oder müssten Sie dazu aus der Kapsel gucken? Ja, ich weiß nicht, ob Sie den Bildschirm direkt hier hinter mir sehen. Ja, rausschauen kann ich von hier aus nicht. Doch, das heißt, ich kann, wenn ich jetzt hier rüber schaue ins japanische Modul, da ist das Fenster auf, das habe ich extra vorher aufgemacht, da sehe ich jetzt ein Solarpanel vorbeiziehen. Aber Sie sehen hier hinter mir direkt ein Programm, das wir haben, das uns zeigt, wo wir sind. Und tatsächlich sind wir gerade fast schon über Spanien. In 10 Minuten werden wir direkt über Ihren Köpfen vorbeiziehen. Ah. Leider können Sie uns da nicht sehen, weil es draußen hell ist. Aber ich werde sicherstellen, dass ich mal runterwinke nach Berlin. Und wir winken Ihnen dann alle nach oben. Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank, ich freue mich drauf. Dass Sie mit uns geredet haben. Und wie gesagt, gute Zeit noch im Weltall und vor allen Dingen kommen Sie gut zurück. Ja, vielen Dank. Tatsächlich ist es was, auf das ich mich sehr freue inzwischen schon, obwohl es toll hier oben ist. Es ist tatsächlich so, dass ich mich immer darauf freue, in meine Heimat zurückzukehren, auch mal wieder nach Berlin kommen und Ihnen dann gerne persönlich erzählen, wie es beim Wiedereintritt war und wie die Landung war. Und ja, ich freue mich drauf und wünsche allen in Berlin noch einen tollen Sonntag. Ich habe gehört, das Wetter ist nicht so doll. Ich habe es heute noch nicht von oben gesehen. Ich werde gleich mal einen Blick rausschauen und die Daumen drücken, dass vielleicht so ein blaues Wolkenloch auf Berlin zuzieht oder auf Gesamtdeutschland. Und ja, alles Gute von der Internationalen Raumstation nach Berlin. Thank you very much, Station, and that concludes the event.